Großadmiral Dönitz beschreibt in einem seiner Bücher ein Ereignis, das sich im Sommer 1934 während seines Sprachurlaubs in England abgespielt hat. Der deutsche Seeoffizier war bei einer Dame der britischen Oberschicht einquartiert. Eines Tages besuchten seine Gastgeberin und er die HMS Victory, das Flaggschiff Nelsons in Portsmouth. Am Eingang des Marinearsenals wurde das Auto angehalten und Polizisten fragten die Dame etwas, was Dönitz hinten sitzend nicht verstand, und winkten den Wagen dann durch. Der neugierige Deutsche wollte natürlich wissen, was seine Gastgeberin geantwortet hat. Die Polizei hatte soeben wissen wollen, ob wir beide britische Untertanen seien, und damit es nicht weitere Schwierigkeiten gäbe, hatte ich geantwortet, natürlich seien wir beide britische Untertanen. Dönitz erschrak fürchterlich. Er hatte Angst, dass er als deutscher Seeoffizier erkannt wird. Den weiteren Besuch auf der Victory konnte er gar nicht richtig genießen. Er hetzte förmlich durch das Schiff, um dann schnellstmöglich das Werftgelände zu verlassen. Sein Fazit: So können einen selbst kluge Frauen in bester Absicht in eine unangenehme Lage bringen.